Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vectorcam TV. Heute möchten wir Ihnen unser 5-Achs-Simultanschruppen vorstellen aus unserem 5-Achs-Modul. Und zwar, wir haben jetzt hier dieses Bauteil und möchten dieses Bauteil gerne 5-Achs-Simultan schruppen. Wir gehen jetzt hier in unser Mehrachsenschruppen, wählen ein Werkzeug. Ich entscheide mich hier mal für einen 20er Schaftfräser. Bestimme mein Aufmaß für die Bodenflächen und für die Wandflächen. Ich lasse jetzt beide auf 3 Zehntel. Jetzt kann ich entscheiden, welche Strategie ich vom Schruppstrategie ich einfach nehmen möchte, wonach sich die Schnitte richten sollen. Es gibt einmal die bodenparallelen Schnitten, die deckenflächenparallele Schnitten und ein Morphen zwischen den beiden Flächen. Ich entscheide mich hier über bodenparallele Schnitte und ich möchte das Trochidal adaptiv fräsen. Wie viele Bahnen möchte ich denn fräsen? Ich möchte 2 Zustellungen machen. Ich möchte meine Schneide effektiv nutzen. Hier im Erweitertfenster möchte ich noch Zwischenschnitte, weil ich habe hier Schrägen dran und die möchte ich gerne auch vorarbeiten. Diese aktiviere ich jetzt und sage ihm mal, 20 Zwischenschnitten zwischen den einzelnen Schnitten möchte ich gerne haben, um eine gewisse Rautiefe zu erzeugen. Gut, dann Bearbeitungsmethode bleiben wir im Einweg, Schnittrichtung Gleichlauf, Bearbeitung in Region ändern wir auch nichts dran. Die maximale Querzustellung, ich nehme jetzt mal 3 mm und die bevorzugte rechnet er automatisch aus, liegt so bei 2,4. Werkzeugachsenkontrolle, hier könnte man das Ausgabeformat noch auf 4-achsig umstellen, dass er nur in der 4. Achse bleibt. Wir lassen es aber 5-achsig, wenn er auch nur die 4. Achse benutzt. Verknüpfung, Einfahrten, also wenn wir jetzt hier eine Einfahrt bestimmen, heißt es einfach, dass er dann dort eine Tauchbewegung macht. Dieses Bauteil ist ja von allen Seiten ziemlich weit geöffnet, also ich möchte hier generell gar nicht auf dem Bauteil tauchen, er soll immer von außen fahren. Deswegen sage ich ihm erstmal grundsätzlich, ich möchte ohne eine Einfahrt und gehe hier unten einmal auf die Rückzüge. Wie soll sich das, das Programm verhalten bei den Verbindungen der Fräsbahn? Ich gehe jetzt auf die Rückzüge, sage ihm erstmal Gesamtabfahrstand, sage ich mal 20. Der Anfahrabstand für den Vorschub 2 mm reicht. Ausfahrt genauso und inkrementale Sicherheitsebene nehmen wir auch 20. Dann gehen wir in den Reiter Schruppen. Hier kann man dann verschiedene Parameter noch einstellen für das Adaptivschruppen. Wie den Sicherheitsabstand der Verknüpfung, das heißt einmal, wenn er die schälende Bewegung ausgeführt hat, wie viele Millimeter er abheben darf. Ich lasse es mal jetzt bei 1 mm und die Verknüpfung umschalten heißt einfach, wenn er in der Ebene bleibt und in den zum nächsten Verbindungspunkt fährt und diese Strecke länger ist als 100 mal der Werkzeugdurchmesser, hebt der Fräser ab, ansonsten bleibt er immer in der Ebene. Ich mache diesen Wert jetzt hier relativ hoch, ich lasse ihn jetzt mal auf 100 mal den Werkzeugdurchmesser, aus dem einfachen Grunde, weil ich in der Ebene bleiben möchte. Einfahrt mit Bogen. Mache ich mal an, dann werden Sie es mal sehen, was dieses dann zu bedeuten hat. Macht nochmal einen gewissen weicheren Anlauf zur Kontur. Im Zusatz haben wir nichts. Jobdaten sind halt die Fräsdaten hinterlegt und die Geometrie fangen wir jetzt an, unsere Flächen zuzuordnen. Als Bodenfläche bestimmen wir natürlich einmal unsere Bodenfläche, wo sich jetzt der Fräser bodenparallel nachrichtet. Die Wandflächen, dort nehmen wir unser gesamtes Bauteil. Und als Rohteil wählen wir einmal unseren Boxstock aus der Jobliste aus. Und dann drücken wir OK. Und dann sollte gleich das Programm fertig sein. So, jetzt ist unser Programm fertig und man sieht jetzt hier einmal, wenn ich jetzt mir mal die Anfahrten hier anschaue, er macht hier so einen kleinen Bogen und das ist halt dieser 3D-Anlauf, der hinzugekommen ist für das Adaptivschrubben. Hier macht er dann die Zwischenstufen und jetzt gehen wir einmal in unsere Simulation und schauen uns das mal in der Maschine an. So, jetzt sind wir hier in unserer Maschine. Ich starte es einmal. Man sieht jetzt hier, er macht eine Trochidalbewegung, bleibt ganze Zeit an der Kontur und fräst halt das Teil vor. Jetzt macht er schon die zweite Stufe. So. Und jetzt fängt er an, schon von unten nach oben die Zwischenschnitte zu fahren, um einfach das Werkzeug effizient zu nutzen, meine Schneide. Und da ich dieses Teil jetzt 5-Achs simultan mache, kann ich natürlich ein wesentlich kürzeres Werkzeug nutzen. So.
Das war's ja schon. Jetzt haben wir das Teil 5-Achs gefräst. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Vectorcam-Team.